Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, na, wie geht's? Ja, mir? Mir geht's einfach geil. Das freut mich. Hast du da schon das neue Selbstexperiment abgecheckt? Ja, klaro. Und wie fandest du es? Deine Fresse, die hat mich mal wieder ordentlich unterhalten. Ja, dann gönn's dir doch einfach nochmal. Ja, okay, ich guck ja schon. Ich habe mir heute mal überlegt, das vorne sind die Bullen. Kurz mal chillen. Kriminalpolizei Hamburg. Ich fahr nur Fahrrad. Für heute habe ich mir überlegt, dass wir einfach mal die Pommes von McDonald's. Fuck! Ich raste aus, Alter! Sehr giftiger Schuppen. Die mal testen und die vergleichen mit den Pommes von Burger King. Burger King! Ich bin der König der Hamburger, der Burger King. Wo schmeckt's der Familie, ob groß oder klein? Hey Mann! Wo möchten nette Leute immer wieder gerne sein? Oh nein! Wo kommt nur reines Rindfleisch in die Hamburger? Ey, ohne Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab nur Pilze! Falls ihr so die Pommes-Liebhaber seid oder ein bisschen Ahnung habt, schreibt mir in die Kommentare, welche Pommes findet ihr besser? Die bei McDonald's oder die bei Burger King? Ich will's jetzt herausfinden. Let's go! Oh, bevor ich jetzt in diesen Giftladen hier reingehe, will ich ja wissen, was für eine Bewertung hat eigentlich der Laden online? Ich schalte zurück in die Zentrale zu Ivanio, der es herausfindet. Herzlich willkommen, Leute. Wir sind hier im Studio. Dann buchen wir mal McDonald's. Also Ivanio, ich muss sagen, wenn du bei diesem McDonald's isst, dann ist die Lebensmittelvergiftung so sicher, wie dass ich heute mit meiner Freundin schlafen werde. Moment. Hey, Baby. Danke dir für die Warnung, Ivanio, aber weißt du was? Ich zieh's jetzt einfach durch. Hallo, eine kleine Pommes. Durch mir jetzt hier Burger King. Aber ich schalte erstmal in die Zentrale zu Ivanio, um zu gucken, was für eine Bewertung der Laden hat. Und ich begrüße euch herzlich willkommen zum Studio. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber ich bin ja jetzt Single und... Ey, Arschloch, weiterarbeiten, kein Privat. Meine Güte, so viel Stress hier im Studio, ne? Ja, dann gucken wir mal, Burger King. Dass du heute Abend an einer Lebensmittelvergiftung krepieren wirst, dann... Hallo, Ivanio, ich wollte nur mal sicherstellen, dass ich Schluss gemacht habe. Ich weiß, dass du Schluss gemacht hast! Mann! Ach du Kacke, Laden hat echt eine scheiß Bewertung. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber rein da. Ja? Ich habe zwar jetzt meine Pommes hier von Burger King, aber wenn man ganz genau da hinten hinguckt und näher geht, sieht man den Abonnieren-Button. So, dann gucken wir jetzt mal die Beute an, die wir ergattert haben. Oh nein, das Softgetränk ist aus dem Ohr. Oh. Und natürlich ausgelaufen. Oh, das ist mir schon im KFC-Projekt passiert und im Subway-Projekt. Ach, deswegen kaufe ich nie Softgetränke, aber die gibt es halt zum King des Monats dazu. Und ich wollte ein bisschen mehr als Pommes heute, weil ich ein bisschen Hunger noch habe. Aber es geht eigentlich heute nur um die Pommes. Hier haben wir die von Burger King. Hier von McDonald's. Ich habe mich auch aus Nostalgiegründen hier hingesetzt. Hier habe ich das Selbstexperiment immer. Da habe ich oft die gesessen und Pommes gefressen. Hier machen wir auch den letzten Teil vom Pommes-Ding. So sollt ihr leckeren Pommes sein. Wo versteckt ihr euch? Ja. Fangen wir mal mit den Burger King Pommes an. Die sehen auf jeden Fall schon mal ein bisschen knackiger aus. Ein bisschen mehr salziger. So gehen die Burger King Pommes, was Optik angeht, punkten auf jeden Fall schon mal. Geht's. Großalarm in Heide. Wildschweine mitten in der Stadt. Ja, richtig schön warm. Bisschen labberig halt, ne? Aber okay. Okay. Mal gucken, was die McDonald's Pommes so hermachen. Wildschweine waren in Deutschland noch nie so weit verbreitet wie heute. Hey, schmeckt echt komisch. Da muss ich Nummer zwei. Beobachte mich so ein paar Typen. Naja, auf jeden Fall. Alter, McDonald's-Pommes schmecken so ultra labbrig. So, ich spüre keine Liebe. Ich habe dich mit dieser Schlampe nicht Bedrohung. Okay, Spaß, kann ich jetzt nicht erwarten von McDonald's. Ich spüre nicht dieses krasse, ich spüre... Nee, bei Burger King? Da höre ich so ein bisschen Knacken, man schmeckt diese Kartoffeln raus und hier schmecke ich irgendwie nur Rattengift raus. Ich hasse McDonald's irgendwie, ne? Aber ganz klarer Gewinner, die dicken Burger King-Pommes. Die schmecken noch nett. Da kann ich mir nochmal zwei. Die sind echt besser. Also wirklich Burger King-Pommes, like. Ivanio. Geproved. Wow, hey, ich bin immer noch echt geflasht von diesen Pommes von Burger King, weil die waren einfach nicht schlecht. Ich habe wirklich die Kartoffel geschmeckt. Und die bei McDonald's, das war sehr, sehr labberig. Ich habe echt eine halbe Ratte gespürt oder so. Alter, McDonald's ist so Gift, ne? Ich verstehe gar nicht, wie der scheiß Laden immer noch irgendwie funktionieren kann. Also die Burger-Pommes, auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht für meine Frisur. Habe ich im Selbstexperiment ja gar nicht ausprobiert. Hat auch gekackt so ein bisschen. Ich dachte, ah, Burger King. Aber McDonald's habe ich ja probiert im Selbstexperiment, da war es auch nicht besonders gut. Und jetzt auch wieder labberig, rattig. Ach, McDonald's. So, klarer Gewinner. Burger King! Burger King! Burger King! Burger King! Müsst ihr gleich vorstellen, Alter. McDonald's würde wirklich auf den Boden geworfen von Burger King. Dann so 1, 2, 3.
Boah, Leute, ich bin gerade echt gegen so eine abgefuckte Barrikade geknallt. Das hat so weh getan. Ich hätte dieses scheiß Getränk noch gerettet. Aber wegen diesem Getränk ist das so passiert. Mit einer Hand Fahrrad fahren auf so einer Engstraße ist echt schief gegangen. Sonst bin ich ein geiler Fahrer. Aber gerade habe ich einfach echt verkackt, Mann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du jetzt gut schmeckst. Sonst schmeiß ich dich aus dem Machenstuck. Bitte, tu's nicht. Ja, dann schmeck jetzt gut. Ja! Seht ihr aber diesen Unterschied zwischen den hier und denen hier? Die sehen einfach so richtig gelb hingepisst aus, irgendwie so gelbpissig. Warte mal, welche Pommes hier sind. Hier, nicht hier. Und was sagt ihr, Leute? Sagt ihr, Ivanje, du hast doch keine Ahnung, die McDonalds-Pommes, die sind die besten. Ich liebe Labrig. Oder sagt ihr, hey, Ivanje, du? Ja, du hast schon recht. Die Pommes von Burger King, ja, die sind schon richtig lecker, ja. Und solange ihr das in die Kommentare schreibt, Leute, kann ich hier ganz fein und lecker diesen, was auch immer das ist, King des Monats. Verspeisen. Also ich habe jetzt gar keinen Bock, den zu essen, Leute. Der sieht zwar ganz nett aus und so, aber ich habe gar keinen Bock, aber ja, für YouTube, ne? Also solange ihr schreibt, esse ich halt, ne? Ja. Ja, lecker, aber ja, nur für YouTube. Das war's jetzt mit dem Video, Leute. Wenn ihr Bock habt, Leute, dann lasst ihr mal einen dicken Like auf dem Video da. Die ganze Pommes-Sache hat euch gefallen. Ich bin echt von Pommes eigentlich satt. Klar, ich esse jetzt mal auf. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Jetzt, wo die Kamera aus ist, kann ich ja richtig reinhauen.